herzlich willkommen zu TV Berlin aktuell. Otto Sander ist tot. Der große Schauspieler starb heute im Alter von 72 Jahren in Berlin. Otto Sander war einer der ganz Großen, einer, der das deutschsprachige Theater prägte wie kaum ein anderer. Neben seinem eindringlichen Spiel war es auch seine ganz besondere Stimme, die ihn unvergessen macht. Harry Perlinger nimmt Abschied von einem außergewöhnlichen Charakterdarsteller. Bis zum Horizont, dann links. Der letzte große Auftritt von Otto Sander. Vergangenes Jahr in Berlin. Ein Film über das Älterwerden. Mit einem, der deutsche Filmgeschichte geschrieben hat. Seine Stimme, sein Auftreten und vergessen. Otto Sander war markant wie kaum ein anderer Schauspieler. Ein Leben, das bewegte, so erzählt auch in der Talksendung mit Udo Walz Anfang letzten Jahres. Da können Sie mich doch nicht kurz vor dem Abschluss der Schule verweisen. Doch, Disziplin ist das Wichtigste an der Schauspielerei. Obwohl es ihm internationalen Ruhm bescherte, war das Filmgeschäft nicht sein Zuhause. Dem Theater war er viel lieber verbunden. Und auch mit über 70 hatte er noch Träume. Sag mal, welche Rolle würdest du in deinem Leben spielen? Gibt es da einen Satz für dich, wo du sagst, welche Rolle würde ich spielen? Oh Gott. Also auf dem Theater wäre es Richard III und König Lear, was ich noch machen möchte. Aha. Otto Sander starb nun mit gerade mal 72 Jahren. Lange hatten die Ärzte um seine Gesundheit gekämpft. Seit Wochen war der Mime nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Nun ist eines gewiss. Der große Schauspieler ist von der Bühne getreten. Vielleicht ist er da jetzt irgendwo hinterm Horizont. Man muss nur genau hinhören. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Nee, natürlich hat man Fehler gemacht, aber habe ich hinterher wieder eingesehen und habe gedacht, nie wieder so. Alte, verunreinigte Sanitäranlagen, undichte Fenster, nicht verputzte Wände. In vielen Schulen Berlins steckt nach wie vor der Wurm und das, obwohl stets die Sanierungsmittel aufgestockt werden. Ein aktuelles Beispiel ist die erste Gemeinschaftsschule Schöneberg. Hier sind die Zustände inzwischen dramatisch und ein Ende des Chaos ist nicht abzusehen, wie Tamara Bilic vor Ort erfahren konnte. Unverputzte Wände, Wasserschäden und undichte Fenster. Das ist der Alltag für die Schüler der ersten Gemeinschaftsschule Schöneberg. Das über 100 Jahre alte Gebäude der Klassenstufen 1 bis 6 ist seit Jahren schon massiv baufällig. Also man kann sagen, es ist vom Keller bis zum Dach auf jeden Fall überall Sanierungsbedarf. Ja, also Stromleitungen, Abwasserleitungen, der Keller ist zum Teil feucht. Das Dach, da ist auch nicht klar, was ist da, was taucht da vielleicht noch auf. Die Fassade muss komplett gemacht werden, also das Haus muss im Grunde grundsaniert werden. Um nicht gegen die Schutzauflagen zu verstoßen, werden nun seit einigen Monaten die Fenster der Schule durch neue ersetzt. Das bedeutet aber keineswegs eine Verbesserung der Situation. Jetzt werden die Schüler zusätzlich durch Lärm und Feinstaub vom Lernen abgelenkt. In der Klasse meiner Tochter ist es halt so, dass die jetzt aus den sanierungsbedürftigen Räumen, wo die Fenster ausgetauscht werden, ausgezogen sind, um eben dem auszuweichen, dem Lärm und dem Stemmarbeiten. Und da muss ein Stück weit improvisiert werden, weil auch gar nicht klar ist, wann wird gestemmt, wie umfangreich wird die Baumaßnahme an diesem Tag erfolgen. Und zum Schluss ist sehr viel Flexibilität der Lehrer, aber auch der Schüler dann gefragt. Dass das kein Ort für 6- bis 12-Jährige ist, liegt auf der Hand. Ein Ende des Chaos ist jedoch nicht abzusehen. Denn es werden ca. 26 Millionen Euro für die Baumaßnahmen benötigt. Aber die Gelder sind zurzeit nicht vorhanden. Wir bemühen uns, diese zeitnah zu akquirieren. Aber das ist eben im Endeffekt eine Frage, die wir zurzeit noch nicht mit Termin abschließend beantworten können. So wie es aussieht, werden Baugerüst und Bauarbeiten noch eine Weile lang das Gesicht der Schule prägen. Die Tat glich einer Hinrichtung und schockierte Berlin. Im Januar ging ein Mann in eine Bäckerei in Neukölln und schoss auf seine ehemalige Lebensgefährtin und deren Schwester. Beide Frauen starben. Der Schütze konnte noch am Tatort festgenommen werden. Seit Anfang August steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Heute wurde er verurteilt. Ildiko Bogner berichtet.
Mehmet Ö hat zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Das Gericht verurteilt den 45-jährigen türkischstämmigen Berliner am Donnerstag zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Im Januar tötete der zuletzt arbeitslose Friseur seine ehemalige Lebensgefährtin Nura und deren Schwester Gülten H. in einer Neuköllner Bäckerei. Die Tat war geplant. Festgemacht hat das Gericht daran, dass er sich zuvor eine Waffe besorgt hat, dass er am Tattag neben der Waffe auch noch 15 Kugeln weitere Munition bei sich geführt hat und er gegenüber verschiedenen Personen im Vorfeld geäußert hat, dass er seine Ehefrau töten will. Mehmet Ö wird vor Gericht als eifersüchtiger Sunnyboy beschrieben, der das Scheitern seiner Beziehung mit Nura H. nicht verkraftet hat. Dass er dann ihre Schwester noch mit erschossen hat, das ist völlig unerklärlich, denn mit ihr hatte er nie Streit, es gab nie eine Auseinandersetzung. Sie stand ihm im Weg, sie war der Kollateralschaden, den er billigend in Kauf nahm. Bei der Urteilsverkündung bricht die Mutter der getöteten Schwestern mehrmals in Tränen aus. Auch nach Abschluss des Prozesses und 9 Monate nach der brutalen Tat wird die Familie noch lange brauchen, um den Verlust von Nura und Gülten H. zu verarbeiten. Weitere Meldungen des Tages bei uns jetzt im Überblick. Streiks. Streik im Berliner Einzelhandel. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen waren die Berliner Beschäftigten der H&M-Filialen sowie von Esprit und IKEA. Über 200 Beschäftigte protestierten gegen Verschlechterungen der Tarifverträge. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert in dieser Tarifrunde zudem eine Erhöhung der Vergütungen um 1 Euro pro Stunde. Schweigeminute für Haie. Um 12 Uhr mittags verstummte im Sea Life für eine Minute alles. Zum Auftakt der Shark Weeks am 12. September 2013 gedachten alle deutschen Sea Life Großaquarien gleichzeitig der 200 Millionen Haie, die jährlich sterben. Sie werden abgeschlachtet, teilweise fürs Finning, für diese Schwanzflossensuppe. Sie werden gejagt. Viele Menschen denken immer noch, Haie sind alles nur Mörder, sind ganz böse Tiere und verstehen gar nicht, warum sie für das Ökosystem mehr so wahnsinnig wichtig sind. Besucherrekord. Die Humboldt-Box hat in gut 2 Jahren 500.000 Besucher angezogen. Die 500.000. Besucherin wurde mit einem Blumenstrauß empfangen. Die Humboldt-Box am Schlossplatz zeigt Pläne und Vorhaben rund um den geplanten Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses und gehört inzwischen zu den Sehenswürdigkeiten in Berlin mit den höchsten Besucherzahlen. Wahl 13 auf TV Berlin. In unserer Sendung zur Bundestagswahl besucht Harry Perlinger den Kandidaten der CDU in Pankow, Lars Zimmermann. Ihn beschäftigt das Thema Generationsgerechtigkeit und die Frage, wie sich Pankow in den kommenden 20 Jahren entwickeln wird. Von Arbeitsplätzen bis hin zum Babyboom. Wahl 13, die Sendung zur Bundestagswahl auf TV Berlin um 20.15 Uhr. Morgen startet die Initiative 100% Tempelhofer Feld ihre Unterschriftenaktion, damit auf der riesigen Fläche alles so bleibt, wie es ist. Heute präsentierte Stadtentwicklungssenator Michael Müller sein Konzept für das Gelände des ehemaligen Flughafens. In einer Zeit, in der die Mieten steigen und permanent politisches Handeln gefordert wird, will er genau das tun, nämlich bauen. Und da kann man natürlich eine so attraktive Freifläche nicht links liegen lassen. Bis 2016 sollen am Westrand des Feldes Wohnungen entstehen, die auch bezahlbar sind. Ina Buchholz mit den Details. Ab 2016 sollen zunächst am Westrand des Tempelhofer Feldes bis zu 1.700 neue Wohnungen entstehen. Die Hälfte davon zu Netto-Kaltmieten zwischen 6 und 8 Euro pro Quadratmeter. Wir wollen, dass die Menschen in allen Berliner Quartieren guten Wohnraum finden. Und dazu gehören auch gute innerstädtische Lagen. Deswegen sagen wir hier, wir nutzen das Tempelhofer Feld anteilig, nur an den Rändern. Die große freie Fläche soll erhalten bleiben, aber die Ränder müssen auch für Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Von der 380 Quadratmeter großen Fläche würden gerade mal 2% für Wohnungsbau genutzt. Später sollen jedoch auch der Südring und die Ränder an der Oderstraße bebaut werden. Der Senat werde die Erschließung der Grundstücke finanzieren. Da wird er die Mittel nutzen, die wir aufbringen müssen, um die Grundstücke zu kaufen. Und wir müssen natürlich die Gebäude dann, die Wohngebäude, ganz normal mit Eigenmitteln und mit Krediten finanzieren. Die Initiative 100% Tempelhofer Feld hegt weiter Zweifel an den Plänen. Sie befürchtet, dass hier Luxuswohnungen entstehen. Das heißt immer, dass dass Neubauwohnungen erst ab 10 Euro zu realisieren sind. Und es müsste auf jeden Fall ganz klar bezuschusst werden von Regierungsseiten. Und da sehen wir momentan noch nicht richtige Signale, dass das getan wird. Die Initiative
will Unterschriften gegen die Bebauung sammeln und einen Volksentscheid anstreben. Zumindest solange das Volksbegehren läuft, werden auf dem Tempelhofer Feld keine Bagger rollen. Auch wenn heute ab und zu die Sonne durchkam, liebe Zuschauer, ein Zeichen für einen Wechsel war das leider nicht. Auch die nächsten Tage muten eher herbstlich an. Hier die grauen Aussichten. In der Nacht zu Freitag gibt es meist wolkige Abschnitte und nur gelegentlich ist der Blick zu den Sternen frei. Dazu weht nur ein leichter Ostwind und die Temperaturen sinken auf 9 Grad. Am Freitag gibt es dann über den Tag verteilt einen Mix aus Sonne und Wolken, wobei die tendenziell die Oberhand behalten. Nur gebietsweise kann es sonnige Phasen geben, doch es bleibt trocken bei 19 Grad. In den nächsten Tagen geht es stetig bergab. Samstag gibt es noch etwas Sonnenschein und recht milde Temperaturen von 21 Grad. Ab Sonntag zieht sich die Wolkendecke immer weiter zu und Regen ist zu erwarten. Die Höchsttemperaturen sinken am Montag dann sogar auf 15 Grad. Soweit von uns. Aktuelle Nachrichten gibt es immer zur vollen Stunde und natürlich auch im Internet unter tvb.de. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Genießen Sie ihn und passen Sie auf sich auf.